Liebe Freundinnen und Freunde, ich bin Daniel Lederball aus Tübingen, seit 2000 Mitglied des Landtages und integrationspolitischer Sprecher der Landtagsfraktion. Und das ist heute mein erstes Mal, also meine erste Bewerbung für den Parteirat. Gerade jetzt ist es wichtig, dass beim Thema Flüchtlinge und Asyl im Parteirat Parteirat und Fraktion gut vernetzt sind. Wir haben als Grüne beim Asylrecht und bei den Rechten für Flüchtlinge in den vergangenen Wochen harte Einschnitte erlebt. Wir müssen aber auch sehen, dass wir Verbesserungen erzielt haben auf der anderen Seite und auch die größten Härten abgewendet haben. Und deshalb sage ich es euch auch hier an dieser Stelle, genau deshalb braucht es uns Grüne, genau deshalb braucht es uns Grüne, denn wer sonst kämpft für dieses Thema in Baden-Württemberg, wer sonst kämpft für Flüchtlinge hier im Land? Flüchtlinge brauchen uns Grüne und sie brauchen uns in Verantwortung in Baden-Württemberg, wenn die CDU die Gesundheitskarte über Monate blockiert und aussitzen will. Und sie brauchen uns Grüne, wenn Guido Wolf die Residenzpflicht für Flüchtlinge fordert, damit Flüchtlinge wieder den Landkreis nicht verlassen dürfen. Und genau um diese Fragen geht es in den nächsten Monaten. Und es geht auch um die Frage des Schutzes, des besseren Schutzes von Flüchtlingsfrauen, von Kindern, von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen, von Flüchtlingen aus dem LSBTTIQ und unter den Flüchtlingen. Wir brauchen hier klare Linie, grüne Linie, grüne Antworten und nicht die alten Antworten der CDU aus den 90er Jahren. Es geht aber auch darum, wie wir Flüchtlinge hier in diese Gesellschaft hineinführen. Wenn es um Sprache geht, um Bildung, um Wohnen, um Arbeit, aber auch um menschliche Nähe und Empathie gegenüber Flüchtlingen, so wie wir sie hier in Baden-Württemberg, in unseren Städten, in unseren Kreisen, in unseren Gemeinden Tag für Tag erleben von denen, die ehrenamtlich oder hauptamtlich daran gehen. Und es geht auch darum, eine klare Absage gegen all diejenigen zu treffen, die Hass, Rassismus und Ausgrenzung propagieren. Es ist viel von Mitnehmen die Rede diese Tage. Und wir wollen eine Teilhabekultur in dieser Gesellschaft, die alle mitnimmt. Und dazu gehören nicht nur diejenigen, die jetzt zu uns kommen nach Baden-Württemberg, sondern auch diejenigen, die in den letzten 50, 60, 70 Jahren nach Baden-Württemberg gekommen sind, weil auch Migrantinnen und Migranten Teilhabe haben sollen. Und dafür braucht es uns Grüne, das will ich erreichen und dafür bitte ich um eure Unterstützung. Vielen Dank.